Ach, Rhyme. Ja, stimmt. Ach, cool. Gut zu wissen. Oh. Das war jetzt die 2, die 7, 3 und die 5. Wo taucht das Buch auf? Warte mal. Das ging dort lang. Warte mal, vielleicht ist er in der Bibliothek jetzt auch drin. Ja, ich glaube, das ist jetzt Rhyme. Es sieht ein bisschen kalt aus, aber die Schneeflocken sehen cool aus. Ich mag es, wenn die so aussehen. Oh, ich kann mich sogar nur langsamer bewegen, oder? Ist das so? Oder habe ich einfach nur das Gefühl? Das geht irgendwie nicht. Kann ich auch benutzen. Das ist Myst. Aber mich gucke ich erstmal woanders um. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Hä? So viel dazu. Ich gucke mich erstmal woanders um. Ah, da ist was. Ich wollte doch gerade sagen, das Teil, das innen muss doch irgendwie angehen. Ah, oh, jetzt wird's wärmer. Oh, ist das schön. Gleich viel besser. Abgeschlossen. Hallo? Ist da jetzt was? Wahrscheinlich immer noch nicht, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich laufe so langsam. Ich sie zu. Ah, ich kann sie zumachen. Sonst geht vielleicht die Wärme raus. Kann ich sie jetzt auch? Ich will sie aufmachen. Ich weiß nicht, ob die Geräusche nur von dem Dings kommen. Oh! Ist der Boden geschmolzen? Ich glaube schon. Das sieht irgendwie anders aus. Sieht generell jetzt wesentlich wärmer hier aus. Ah, jetzt kriege ich auch die Tür auf. Das ist ein Fahrstuhl. Scheinbar ein Fahrstuhl. Oh ja, und das? Erzeugt Polarlichter. Ändert das jetzt irgendwas? Ein bisschen röter, ne? Rötlicher. Wahrscheinlich dient das nur zum Anschauen. Oh! Da ist ein Knopf. Ich kann mich drehen. Aha. Before spending any more time with my experience, I have decided that I must finish construction. I have through both serious and agonizing time.
Chef des almost finished at this office, I suppose. After Monks removed the shades of the crystal, we were able to get a nearly perfect view of an H inside of the book. Mhm. Das sind irgendwelche Aufzeichnungen. Von der Schrift her eher von Atrus, würde ich sagen. Ich überflieg jetzt mal. Oh, da ist ein kleiner Bug jetzt drin, ne? Warte, ich mache einfach mal das Buch zu. Dann dürfte es eigentlich wieder in Ordnung sein. Sonst kann ich hier gar nichts nehmen. Aber das Buch ist wichtig und wahrscheinlich auch diese Kristalle. Guck ich mal. Hallo? Achso, ich kann nur rückwärts rein, oder was? Und wenn wir jetzt zurückgehen, was wir komischerweise nur rückwärts können. Und jetzt den, also nicht den Knopf hier betätigen, dann kommen wir nur zu dieser Showanlage zurück, sondern nach unten fahren. Dann eröffnet uns sich ein neuer Weg und die Leistung bricht schon wieder ein. Also man merkt, dass es laggt und ja, ich habe keine Ahnung, warum. So, da sind wir hier jetzt in dem Raum und haben hier Aufzeichnungen von Catherine. Das habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Diese Aufzeichnung ist ganz wichtig, weil das ist für dieses Teil hier von Bedeutung. So, nachdem es vorhin schon wieder abgestürzt ist, habe ich mal geguckt, woran das liegen könnte. Und das größte Problem ist, dass es halt mit Windows 7 nicht wirklich kompatibel ist. Jetzt habe ich jetzt ihm vorgegaukelt, dass ich XP drauf habe. Ich muss gerade nochmal den Zettel angucken, ob ich ja die richtigen Dings mir aufgemalt habe. Das erste ist nicht das. Das sieht dem sehr ähnlich, aber es muss das da sein. Und rot. Jetzt habe ich es so oft gemacht. Und noch einmal. Hey! So, jetzt. Das Gelbe ist auf jeden Fall das da. Das Grüne ist auch leicht. Das ist das zweite. Und kann ich ja mal gucken, was es so alles nochmal für Figuren gibt. Ich tippe ja darauf, dass für das vierte. Und das dafür das. Mal gucken, was danach kommt. Okay. Ich muss nochmal was gucken. Das könnte auch das andere sein. Und das. Warte mal, ich mache erst mal. Ich glaube, das ist doch ein anderes. Vielleicht. Die sehen sich teilweise echt ähnlich. Und von den Zeichnungen ist das schwer zu erkennen, finde ich. Das ist für das dritte, also für das letzte, für das lilane. Und das ist es vielleicht für das grüne. So. Das jetzt noch? Nee, das muss dieses komplett explodierte sein. Nicht der Diamant, sondern das da. So, jetzt ist auch blau. Und noch bei dem hier. Nur noch dafür sorgen, dass es lila ist. Ich weiß noch nicht, ob das damit lila gemeint ist oder das davor.
wenn ich es richtig verstanden habe, kann das nur mit Hilfe von dem Buch, also zeigen die, mit Hilfe von diesen Kristallen kann man richtige Bilder aus den Büchern sehen. Und das hieße dann, dass da uns gezeigt wird, wie es in Riven aussieht. Ja. Ist so ein bisschen ungewohnt, dass es keinen richtigen Abspann gibt und dass es einfach so zu Ende ist. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich fand die Rätsel recht einfach, was aber auch teilweise gar nicht so schlecht war. Es war nur überraschend, dass es dann plötzlich so schnell ging. Das bin ich halt von Myst 3 nicht so gewöhnt. Ich bin mal gespannt, was in Riven auf uns wartet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss, eure Tai.